Hallo Filmfreunde! Heute ist Sonntag und dementsprechend blicken wir in diesem Format ein weiteres Mal auf die vergangene Woche zurück und besprechen die wichtigsten News aus der Welt der Filme, Serien und Streamingdienste. Los geht's mit einem vorzeitigen Abschied, der besonders Comicfans diese Woche traurig oder wütend gestimmt hat. Nachdem in diesem Jahr bereits die legendäre Iron Fist und der unverwundbare Luke Cage ihren Hut nehmen mussten, hat es jetzt auch den blinden Rächer Daredevil getroffen. Wie Netflix verkündete, wird es keine vierte Staffel rund um den Teufel von Hell's Kitchen geben. Zumindest nicht mehr bei Netflix selbst. Denn im Netz wird bereits fleißig darüber gemunkelt, dass der Absetzungsmarathon nichts mit den Zuschauerzahlen zu tun hat, sondern mit dem Mutterkonzern Disney. Die starten im kommenden Jahr nämlich ihren eigenen Streamingdienst Disney Plus. Insofern erscheint es nur logisch, dass das Maushaus dabei ist, sämtliche Lizenzen, so auch die der beliebten Comichelden, wieder zurückzuziehen. Es wird also letztendlich wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis Staffel 4 von Daredevil erscheint. Dann wohl aber unter neuer Flagge. Und wo wir schon beim Thema Comic-Umsetzungen sind, bleiben wir auch gleich dabei, denn die ersten Pressestimmen zu dem Animationsfilm Spider-Man Into the Spider-Verse sind da. Warum ich das erwähne? Ganz einfach. Die Kritiker feiern den Film bereits als den besten Superheldenfilm 2018. So beschreibt The Rap-Autor William Bibiani den bunten Streifen folgendermaßen. Der Film repräsentiert eine der besten Superheldenerzählungen auf dem Markt. Die frenetische Animation und unbekümmerte Geschichte bietet dem Publikum ein Gefühl grenzenloser Dynamik. Mike Ryan von Uproxx geht sogar noch ein ganzes Stück weiter. Dieser animierte Film hat mehr Herz und Gefühl als viele Live-Action-Filme dieses Genres. Wenn ihr ihm eine Chance gebt, wird euch Spider-Man Into the Spider-Verse umhauen. Wenn ihr jetzt also Lust auf den animierten Film bekommen habt, dann markiert euch den 13. Dezember fett im Kalender. Denn dann startet Spider-Mans neues Abenteuer hierzulande und wundert euch bitte nicht, denn in Deutschland trägt der Film den angepassten Namen Spider-Man A New Universe. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Kultfilm Blade Runner bekommt seine eigene Serie. Geil, höre ich jetzt bereits einige sagen. Aber Achtung! Bei der frisch angekündigten Serie Blade Runner Black Lotus handelt es sich um eine Animationsserie. Viel ist bisher noch nicht über das Projekt bekannt, aber zumindest die involvierten Köpfe sorgen für ein wohliges Gefühl bei den Fans. So wird die auf 13 Episoden ausgelegte Serie von den Anime-Experten von Ghost in the Shell und Cowboy Bebop umgesetzt und spielt zwischen dem ersten Teil und dem Nachfolger Blade Runner 2049, dessen Bilder ihr gerade im Hintergrund bewundert. Und noch ein bekannter Name hat seine Finger bei dieser Serie mit dem Spiel, und zwar Adult Swim. Das sind die Produzenten von Rick and Morty. Wann und wo die Serie erscheinen wird, steht dagegen noch in den Sternen. Wer dagegen noch nie von Rick and Morty oder Cowboy Bebop gehört hat, der kann sich beide Serien auf Netflix ansehen. Von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Empfehlung dafür. Die Serie, die jetzt kommt, muss man dagegen wohl eher weniger vorstellen. Die Rede ist von The Big Bang Theory. Kaum zu glauben, aber wahr, die Serie wird demnächst enden und das nach ganzen 12 Jahren. In den USA läuft das Finale bereits seit September, während sich deutsche Fans dagegen noch etwas gedulden müssen. Hierzulande startet die 12. Staffel nämlich erst am 7. Januar 2019 auf ProSieben. Ganz verabschieden muss man sich dann aber schlussendlich doch nicht von Sheldon, Leonard, Penny und Co. Denn immerhin läuft das Spin-off Young Sheldon bereits sehr erfolgreich und wird sich wohl noch viele Jahre halten. Im Übrigen wird es in der finalen Staffel von The Big Bang Theory ein Crossover mit dem Spin-off geben. Wie das genau ablaufen wird, das muss sich aber erst noch zeigen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls nicht traurig darüber, dass die Serie endgültig endet. Wie seht ihr das? Seid ihr nach wie vor treue Fans der Nerds oder haben euch die endlosen Wiederholungen auf ProSieben bereits mürbe gemacht? Schreibt es uns in die Kommentare. Zum Schluss gibt es noch einen neuen Trailer zu bestaunen, und zwar hat Disney den ersten Roman um das junge Verbrechergenie Artemis Fowl verfilmt. Die achteilige Reihe von Autor Eoin Colfer erzählt die Geschichte des jungen Artemis, der als Erbe einer irischen Verbrecherdynastie herausfindet, dass es im Erdinnern eine Parallelwelt gibt, die von Feen, Zwergen und anderen Fabelwesen bewohnt wird. Das Fantasy-Epos entstand unter der Regie von Kenneth Branagh, der unter anderem für die äußerst erfolgreiche Realverfilmung von Cinderella verantwortlich war. Ob die Kinoumsetzung ebenfalls ein Kassenhit wird, das wird sich im August 2019 zeigen, denn dann erscheint Artemis Fowl. Den englischen Originaltrailer zum Film findet ihr dagegen in unserer Videobeschreibung. Nun aber zu euch. Welche Filmnews hat euch die vergangene Woche am meisten begeistert oder aber auch verärgert? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr nicht genug von der wahrscheinlich coolsten Filmcommunity im Netz bekommt, dann besucht uns doch auf unserer Webseite, unserem Facebook-Kanal oder einer anderen sozialen Plattform. Alle Links befinden sich in der Videobeschreibung. Ich bin für heute raus und wünsche euch schon mal einen guten Start in die kommende Woche.